Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Bürgersprechstunde. Heute quasi wieder einmal ein Heimspiel, denn wir haben als Gast einen Abgeordneten aus Berlin. Genauer gesagt ist es Fritz Felgentreu. Er hatte das Direktmandat für Neukölln bei der letzten Bundestagswahl geholt und sitzt im Bundestag, außerdem im Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Außerdem ist er Mitglied im Verteidigungsausschuss. Hallo, Herr Felgentreu. Ja, guten Tag, Herr Max. Außerdem, wie in jeder Folge der digitalen Bürgersprechstunde, haben wir einen Medienpartner mit an Bord. Heute ist es das Blog neuköllner.net und da freue ich mich über meinen Mitdiskutanten bzw. Co-Moderator Patrick Schirmer-Sastre. Hallo, Patrick. Hallo Christian, hallo Herr Felgentreu. Vielleicht ganz kurz für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die deinen Blog noch nicht kennen, vielleicht ein, zwei Sätze, kurzer Werbeblock. Was kann man bei neuköllner.net an Nachrichten finden? Grundsätzlich alles, was Neukölln angeht, wobei wir schon sehr in der Berichterstattung auf Nordneukölln nicht fixiert sind, aber tatsächlich berichten wir hauptsächlich darüber. Es ist irgendwie ein eher, ja, wie kann man sagen, ein So, jetzt ist die Technik irgendwie, hat sie uns den ersten Streich gespielt. Ich hoffe, dass Patrick gleich wieder da ist. Die Leitung ist vielleicht ein bisschen schlecht. Dann vielleicht an der Stelle noch kurz der Hinweis für alle Zuschauer, die jetzt eingeschaltet haben und zugeschaltet haben und sagen, ich würde auch ganz gerne noch eine Frage an Fritz Felgentreu stellen. Das können Sie natürlich gerne tun. Surfen Sie auf unsere Seite www.digitale-bürgersprechstunde.de. Dort finden Sie auch einen Artikel von Herrn Felgentreu über diesen Hangout und da gibt es ein Frageformular, da tragen Sie noch schnell Ihre Frage ein und dann sehen wir das auch hier. Ansonsten, wenn Sie Google Plus Nutzer sind, klar einloggen, sich den Hangout dort anschauen und dann bekomme ich die Frage hier im Chat live zu sehen. Gut, dann starten wir mal. Herr Felgentreu, als Berliner Abgeordneter fahren Sie manchmal auch privat Fahrrad, nämlich darum dreht sich unser erster Fragenblock. Ja, ausgesprochen gerne. Also gestern bin ich mal wieder in mein Abgeordnetenbüro mit dem Fahrrad gefahren. Und wenn Sie Fahrrad fahren, tragen Sie dann Helm oder eher weniger? Ich habe einen, sagen wir es mal so. Okay, weil das ist nämlich die erste Frage von Jessie aus Berlin. Die fragt: Hallo Fritz, was sagst du dazu, dass heute gegen die Helmpflicht für Fahrradfahrer entschieden wurde? Richtige Entscheidung? Fragezeichen. Wenn ich mir den Verkehr auf der Sonnenallee oder in den anderen Straßen in Neukölln anschaue, wird mir oft Angst und Bange zumute. Kein Grund für eine Helmpflicht. Also, wer vernünftig ist, trägt Helm. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich alles durch eine Pflicht regeln muss. Denn wenn man eine Pflicht einführt, muss man es ja hinterher auch wieder kontrollieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine zielführende Lösung wäre. Also, ich kann nur sagen, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, achte ich sehr darauf, dass die immer Helm tragen. Ich gebe auch mit gutem Beispiel voran. Aber manchmal vergesse ich es auch, manchmal lasse ich meinen Helm liegen. Und ich glaube, so ein kleines bisschen eigenständiges Urteil muss man den Leuten schon zubilligen. Also ich finde es eigentlich richtig, was der Bundesgerichtshof da heute beschlossen hat. Die haben dann gesagt, im Prinzip ist es, man sollte es tun, aber es gibt jetzt keine Verpflichtung Nein, dazu. also der Fall war ja der, dass eine Fahrradfahrerin, meine ich, in Schleswig-Holstein unverschuldet in einen Unfall geraten war, sich dabei gefährlich verletzt hatte und die Versicherung des Unfallverursachers zumindest teilweise nicht zahlen wollte, weil sie argumentiert hat, wenn die Frau auf dem Fahrrad einen Helm aufgehabt hätte, wären die Verletzungen weniger schlimm ausgefallen. Und in der ersten Instanz haben sie recht bekommen, aber in der letzten Instanz, nämlich vor dem BGH, ist es verworfen worden, denn die Schuldfrage bei diesem Unfall war ganz eindeutig, es war der Autofahrer und deswegen musste er auch zahlen. Das finde ich, ist auch eine vernünftige Lösung. Okay. Also ich glaube, was bei der Frage von Jesse mitschwingt, ist so ein bisschen die Angst, die man haben kann, wenn man durch Neukölln mit dem Fahrrad fährt. Zumindest implizieren das auch die anderen Fragen. Ich lese da noch mal eine vor, zum Beispiel von Moritz, der sagt: Lieber Fritz, wie ist das denn mit den Fahrradwegen in Neukölln? Vor allem die drei Hauptachsen Sonnenallee, Hermannstraße, Karl-Marx-Straße sind mit dem Fahrrad nur unter lebensbedrohlichen Umständen befahrbar, sagt er. Nach Polizeipräsenz sucht man dort vergeblich und auch Blitzer gibt es an den Ampeln keine. Wird es nicht Zeit, dass das Thema endlich angegangen wird? Also es gibt ja Fahrradrouten durch Neukölln, so ist es ja nicht, ne? Und das Neuköllner Fahrradwegenetz ist auch vom Bezirksamt seit 2006 ganz systematisch weiter ausgebaut worden.
Also wer wirklich sagt, ich benutze das Fahrrad als Verkehrsmittel regelmäßig, der muss schon gucken, wie ist eigentlich das Fahrradwegenetz in Neukölln ausgelegt, welche Straßen und welche Routen sind für den Fahrradverkehr vorgesehen. In der Tat, auf der Sonnenallee, auf der Karl-Marx-Straße, auf der Hermannstraße braucht man Nerven aus Stahl, wenn man da Fahrrad fährt, und eine gewisse Risikobereitschaft, obwohl ich zugebe, ich mache das auch manchmal. Also für saubere Kontrollen, für die Durchsetzung von Verkehrsregeln bin ich grundsätzlich immer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass weil diese großen Hauptverkehrsachsen für Fahrradfahrer schlecht benutzbar sind, Neukölln deswegen eine fahrradunfreundliche Stadt wäre. Das gleiche gilt auch für Berlin. Also in Berlin ist der Fahrradverkehr seit 2001 um 44% gewachsen. Und der Senat bzw. das Abgeordnetenhaus hat gerade im neuen Haushalt die Mittel für den Fahrradwegeausbau und für die Sanierung von 4 auf 6 Millionen aufgestockt. Mhm. Also da wird schon ein Schwerpunkt drauf gelegt und das muss auch so sein. Hier schreibt, ganz kurz nochmal einhaken möchte, Helga hat uns nämlich aufgeschrieben und er meint, die Situation auf der Hermannstraße sei ganz besonders schlimm. Ist das was Sie auch schon mal gehört haben? Oder? Ich würde da kein Ranking aufmachen. Auf der Hermannstraße wird halt gebaut, das macht es noch schwieriger. Ne? Mhm. Aber im Prinzip die Sonnenallee finde ich vor allen Dingen, weil da immer so viele Leute in der zweiten Reihe parken, auch da muss man dann natürlich entsprechend gegen vorgehen, jetzt mal von Seiten des Ordnungsamts oder der Polizei, ist es auf der Sonnenallee auch immer ziemlich anstrengend, Fahrrad zu fahren. Man muss immer sehr gut aufpassen. Mhm. Wird auch öfter mal angehupt und so, also es ist kein reines Vergnügen. Haben Sie da mal so einen Hinweis von Kollegen oder von der Polizei bekommen, dass Neukölln besonders hohe Unfallzahlen hat in dem also Bereich? Oder? Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass es so ist. Ich kenne da keine Zahlen. Tatsache ist natürlich, dass einfach in diesem, gerade im Norden von Neukölln, nicht, Herr Schirmer-Sastre, da ist es mit dem Einhalten von Regeln des allgemeinen Miteinanders nicht immer so ganz einfach. Und ja, man kann eigentlich immer nur wieder darum werben, dass man bestimmte Dinge eben auch einfach mal bleiben lässt, wie dieses elende Parken in der zweiten Reihe auf der Sonnenallee. Das ist da so ein Gewohnheitsrecht geworden, dass die Polizei auch einfach nicht mehr gegen ankommt. Ne? Mhm. Und das muss aufhören, damit es wieder sicherer und einfacher für alle wird. Patrick, zu dem Bereich oder zu dem Fragenkomplex Fahrradwege, gab es da auch was von deinen Lesern? Es gab hier Fragen, es gab Fragen zur Hermannstraße, das wurde jetzt auch schon besprochen. Ich weiß nicht, ich habe mein Internet tatsächlich hat versagt, deshalb habe ich nicht alles mitbekommen, was ihr schon besprochen habt. Mhm. Vielleicht aber, wenn wir schon beim Verkehrsthema sind, ein anderes Problem neben den Radfahrern ist ja die Feinstaubbelastung. Gerade in der Silbersteinstraße kam das ja neulich raus. Und da hat uns Saskia geschrieben, sie sagt, ich würde gern von Herrn Felgentreu wissen, wie er gedenkt, sich politisch für die Absenkung der Feinstaubbelastung in Städten einzusetzen, die ja in Neukölln bundesweit einen Höchststand erreicht. Wenn man in der SPD zeitgleich neue Autobahnen in die Städte baut und den Ausbau der Radwege nicht ernst nimmt. Also, wie gesagt, das Letztere bestreite ich entschieden. Der Ausbau der Radwege wird in Berlin schon länger ernst genommen, in Neukölln mit eigenen Programmen des Bezirksamts seit 2006. Da passiert viel und gerade in diesem Jahr sind die Mittel dafür vom Abgeordnetenhaus von 4 auf 6 Millionen aufgestockt worden. Also da muss man schon sagen, da ist einiges unterwegs. Die Autobahn, also gerade der Weiterbau der Autobahn im 16. Bauabschnitt ist es, glaube ich, der dient ja zur Absenkung der Feinstaubbelastung, weil er eben einen Teil des Verkehrs aus den Innenstadtquartieren rausholt. Zumindest ist das das, wovon die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in ihren Studien ausgeht. Bis zum Beweis des Gegenteils sollten wir davon ausgehen, dass es dann auch tatsächlich so ist. Die Silbersteinstraße ist, ich glaube, seit Jahr und Tag die am stärksten belastete Straße in ganz Berlin. Mhm. Feinstaubbelastung absenken kann man natürlich da vor allen Dingen durch die Mittel, die wir kennen. Man kann Straßen für den Lkw-Verkehr sperren. Man kann diese Umweltplaketten, dieses Abschaffungssystem mit der roten, gelben und grünen Ampel, die Aufkleber für die Autos strenger kontrollieren und auf diese Weise ein bisschen was bewegen. Es ist auch denkbar, dass wir nicht nur die Silbersteinstraße für den Lkw-Verkehr sperren, die ja der ohne weiteres auf die Autobahn dann ausweichen kann, sondern vielleicht auch Teile der Karl-Marx-Straße. Auf diesem Wege könnte man, denke ich, einiges gegen die Feinstaubbelastung in der Neuköllner Innenstadt tun. Es sind allerdings streng genommen keine bundespolitischen Themen. Also ich bin gerne bereit, da argumentativ mitzutun, aber entschieden wird sowas natürlich auf der Ebene des Senats und der BVV. Hm.
Ich sehe jetzt gerade im Chat sind schon ein paar Fragen gekommen und bevor das zu viele werden, fangen wir mal an, die ersten zu beantworten. Und zwar gibt es eine Frage per E-Mail von HP. Im Tagesspiegel konnte ich kürzlich lesen, dass in den Berliner Freibädern oftmals Sicherheitskontrollen am Eingang durchgeführt werden müssen, dass keine Schusswaffen oder keine Waffen ins Schwimmbad geschmuggelt werden. Was läuft in unserer Stadt falsch? Soll das wahrscheinlich heißen? Tja, also das mit den Waffenkontrollen ist mir jetzt, habe ich zumindest noch nicht gelesen, habe ich auch heute nicht im Tagesspiegel gelesen, aber wer da zum Beispiel das Columbia-Bad kennt, der weiß, dass es da öfter mal knallt, also einfach Schlägereien gibt oder irgendwelchen Unfug. Ich Ich glaube meine, auch in das dem Prinzenbad Prinzenbad ist auch in das auch Kreuz. öfters mal so und in der, ich glaube, vorletzte Woche oder so musste man an 3 Tagen hintereinander das Columbia-Bad durch Polizeieinsätze schließen, weil die Sprungtürme einfach besetzt worden waren und die Jugendlichen, die sich da auf den Sprungtürmen festhielten, nicht mehr runter wollten. Ja, Sommer in der Stadt ist nicht ohne. Ich beobachte auch mit Sorge, dass es sozusagen schick geworden ist und irgendwie so macho als machohaft gilt, wenn man dann ein schickes Messer oder sowas in der Tasche hat. Ich sehe das als einen Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung in unseren Innenstädten. Denn das, was wir nun seit Jahren, gerade als mal Kölner SPD, immer kritisieren, dass die soziale Spaltung der Stadt sich immer weiter verfestigt. Wir kennen vielleicht das Stichwort von der gespaltenen Kindheit. Ne? Also in den vorteilhafter aufgestellten Stadtquartieren haben die Kinder alle Möglichkeiten, während in den benachteiligten Stadtquartieren die Kinder im Prinzip von vornherein in Richtung Hartz-IV-Karriere erzogen werden. Das ist ein Das großes. spiegelt sich natürlich an dem Moment wieder, wenn das dann Jugendliche sind, die ihre Bestätigung woanders suchen, dann ist das eine Erscheinungsform dieser Art von Verhalten. Und man kann aus dieser Spirale nur rauskommen, wenn man es schafft, den Jugendlichen gerade in solchen Stadtquartieren wie Nordneukölln vernünftige Entwicklungsperspektiven zu geben, gute Bildungschancen zu Haben Sie geben. den Eindruck, dass dieses Gefälle in Neukölln ganz besonders deutlich oder stark ausgeprägt ist? Ja, es Zwischen. ist ja schon lange so. Es ist ja schon lange so, dass dieses Gefälle stark ausgeprägt ist. Und interessanterweise hat sogar der wirtschaftliche Aufschwung, den Berlin seit einigen Jahren hat, nicht zu einer Verbesserung der Situation für diese Nordneuköllner Kieze geführt, weil der Aufschwung zwar auch in Nordneukölln da war, aber er ist dort langsamer und weniger nachhaltig als in den anderen Stadtteilen, sodass die Spaltung größer geworden ist, sogar durch den Aufschwung. Ja, und das ist das große Problem. Wir müssen es schaffen. Ich sage immer, die härtesten Kieze brauchen die besten Schulen. Wir müssen es schaffen, dass es normal wird, dass man mit einem Abschluss einer Neuköllner Schule seinen Ausbildungsplatz oder seinen Studienplatz so gut wie sicher in der Tasche hat. Wenn das erreicht ist, dann sind ganz viele von diesen sozialen Problemen, mit denen wir uns hier herumschlagen, von alleine verschwunden, weil die Jugendlichen Pläne für ihr Leben haben können, weil sie was aus sich machen können. Und das ist im Moment zu wenig so. An der Stelle erinnere ich mich, dass du, Patrick, gesagt hast, da gab es auch eine Frage von bei euch zum Thema, ich glaube, Buschkowski hatte irgendwas jetzt kürzlich gesagt, wo es eine Genau, Frage in zu der gab. Berliner Morgenpost erschien ein Artikel, in dem Buschkowski sagt, er sehe Neukölln in einer Abwärtsspirale. Und da fragt Felix Herzog, ob Herr Felgentreu das auch so sieht. Also, das war in der Morgenpostartikel. Also da stand, ich glaube, das mit der stetigen Abwärtsspirale stand in der Überschrift. Ich weiß nicht, ob er das wirklich auf ganz Neukölln bezogen hat. Die Tatsache ist, dass das, was wir eigentlich erreichen wollten, diesen Turnaround, dass man erkennt, dass die sozialen Verhältnisse für die Normalbürger, insbesondere im Norden von Neukölln, wieder besser werden, dass das noch nicht erreicht ist. Das zeigt sich an einigen Punkten. Eins hatte ich eben schon erwähnt, nach dem Sozialstrukturatlas ist die Sozialstruktur, ist in Neukölln sogar abgerutscht, vom 11. Platz der Berliner Bezirke auf den 12. Platz. Das hängt damit zusammen, dass der Aufschwung, den wir in der Stadt haben, sich zwar auch in Neukölln zeigt, aber die Fortschritte in Neukölln geringer sind als in allen anderen Stadtteilen, sodass dieses soziale Auseinanderklaffen sich sogar noch beschleunigt hat durch den Aufschwung. Und das andere ist, wir haben ja eine heiße Gentrifizierungsdiskussion in Neukölln und stellen fest, dass Wohnungen im Norden von Neukölln durchaus attraktiv geworden sind für Leute mit einem geregelten Einkommen. Dass aber genau diese soziale Prozess, der da stattfindet, nicht dazu führt, dass eine stärkere soziale Durchmischung an den Schulen feststellbar wäre.
sondern da ist es nach wie vor so, dass der große Anteil, also bis zu 90, 92, 93% der Kinder an den Nordneuköllner Schulen von der Zuzahlung zu den Lernmitteln befreit sind. Das heißt, dass sie in Haushalten groß werden, die entweder ganz von Hartz IV leben oder zumindest Aufstocker sind. Und ja, daran zeigt sich eben, dass die sozialen Verhältnisse sich in Wirklichkeit noch nicht verändert haben. Das ist ja auch das, was Herr Buschkowski immer wieder kritisiert, dass die ganzen gebildeten Leute hierher kommen, aber spätestens, wenn sie Kinder haben, schicken sie die in andere Schulen oder ziehen ganz weg. Ja, also wir haben eine gewisse Entwicklung an der Hannemann-Grundschule, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ist die Durchmischung auch zwischen Kindern deutscher Herkunftssprache und Kindern nicht deutscher Herkunftssprache in die andere Richtung gegangen. Da sind inzwischen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 30% der Kinder wieder deutscher Herkunftssprache, was eben, wovon letztlich alle profitieren. Ne? Also die Hannemann-Grundschule scheint da im Moment auf einem anderen Weg zu sein. Aber für alle anderen ist es tatsächlich so. Und diese Selbstverständlichkeit, die wir in vielen Stadtteilen haben, dass ich nämlich mein Kind auf die Grundschule schicke, die es fußläufig erreichen kann und wo auch die Kinder der Nachbarfamilien hingehen, das haben wir eben in Nordneukölln nicht. Also wenn da Kinder groß werden, dann ist es nach wie vor so, dass viele Leute spätestens dann, wenn sie ins Schulalter kommen, sagen, ich ziehe vielleicht doch woanders hin oder aber ich suche mir eine Schule woanders und bringe das Kind dann eben zur Schule oder schicke es mir doch nicht Verkehrsmittel dahin. Das aber ist, wenn ich nochmal fragen darf, woran liegt es, dass wir an den Schulen kein Kapital daraus schlagen können aus dieser Vielfalt, aus diesem Umstand, dass viele verschiedene Nationen zusammenkommen? Warum schlägt das nicht in einen Vorteil über? Ja, ich glaube, wir müssen die Schulen wirklich so aufstellen, dass insbesondere die Eltern aus, sag mal, bürgerlichen Familien keinen Schiss haben, ihre Kinder auf eine Nordneuköllner Schule zu schicken, zu all den Kindern aus den sozial schwachen Familien. Wenn das wirklich super Schulen sind, wenn man sagt, okay, mein Kind hat an dieser Schule so viele Möglichkeiten, die es an anderen Schulen nicht hat, dann glaube ich, kann dieser Effekt eintreten. Aber wenn es sozusagen eine ganz normale 0815 Standardgrundschule ist, dann sagen die Leute, Moment mal, was sind das für Kinder, die da hingehen? Ach nee, das ist mir für mein Kind zu hart und schicken ihr Kind woanders hin. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also das Motto muss sein, schafft eins, zwei, viele Campus Rütlis. Und dann ist die Hoffnung, mehr als eine Hoffnung ist es nicht, also der Beweis muss erst noch angetreten werden, dass dann die Leute auch wieder sich so verhalten, wie es früher die Normalität war, dass ich nämlich mein Kind in die Schule in der Nachbarschaft schicke. Das kostet viel, viel Geld. Wir sind da erst am Anfang eines weiten Weges. Noch eine kurze Frage, wenn ich es gerade im Chat gesehen habe. Herr Herzog hatte auch die Frage nach der Abwärtsspirale und Herrn Buschkowski gestellt. Wie ist es mit so einem Parteikollegen wie Herrn Buschkowski, der gerne mal klare Worte findet? Ärgert Sie das oder sagen Sie, guter Mann, der benennt auch mal die Probleme, wie Sie vorhanden sind vor Ort? Hans Buschkowski und ich sind seit vielen Jahren politische Weggefährten gewesen in Neukölln. Und ich habe immer gesagt, eine sozialdemokratische Partei muss den Anspruch haben, zunächst mal nicht wegzugucken, wenn da Probleme sind, sondern die Probleme sauber zu analysieren und sie dann in einer Sprache zu erklären, die Menschen verstehen. Und dann aber natürlich da nicht stehen zu bleiben, sondern eben auch Lösungsvorschläge zu machen und einen politischen Weg vorzuzeichnen. Und vor allen Dingen diese Analyse verbunden mit Lösungsvorschlägen und das Ganze erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Das kann keiner so gut wie Hans Buschkowski. Und insofern, glaube ich, ist er in den letzten 10 Jahren ein Glücksfall für Neukölln gewesen. Okay, ich mache mal mit einer Frage weiter. Wir bleiben noch in Neukölln, da gab es nämlich einige Fragen zu, und zwar zur Frage Tempelhofer Feld. Kemal möchte wissen, ich habe folgende Frage. Ich habe für den Vorschlag der Initiative 100% Tempelhofer Feld gestimmt und frage mich nun doch, ob es bei unserer Wohnungsknappheit vielleicht ein Fehler gewesen ist, wieso auch unser Senat uns einreden will. Glauben Sie, die Entscheidung wird sich auf die angespannte Wohnungslage in Neukölln auswirken? Gibt es noch Freiflächen, die bebaut werden können? Also man muss vielleicht kurz für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht in Neukölln oder in Berlin wohnen, erklären, Tempelhofer Feld, es ging darum, dass eine große Freifläche in Berlin bebaut werden soll oder zum Teil bebaut werden soll. Die Berliner haben sich jetzt dagegen entschieden. Es passiert erstmal nichts. Die Fläche bleibt erhalten. Und jetzt ist die Frage, wo entstehen neue Wohnungen? In Neukölln oder?
Naja, also ich habe ja nun da ganz klar Position bezogen in mehreren Interviews und auf Veranstaltungen. Ich war da sozusagen voll auf der SPD-Linie und habe für die Randbedauung gekämpft. Aber bei der Volksabstimmung muss man auch so offen sagen, eine ganz klare Klatsche erhalten. Die Leute wollten das nicht und sie wollten es am allerwenigsten in Nordneukölln. Da waren die Mehrheiten gegen die Randbebauung besonders hoch. So, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und als Politiker und Demokrat, sag mal, mit Demut akzeptieren. Ich teile aber die Besorgnis. Ja, also an meiner politischen Grundhaltung zu der Frage hat sich nicht viel geändert. Unsere Schätzungen gingen ja bis vor kurzem davon aus, dass die Stadt Berlin bis zum Jahr 2030 um insgesamt 240.000 Menschen wachsen wird. Also etwa ein Bezirk mehr. Die brauchen Wohnungen. Und wir wollten dafür davon 8.000 in Neukölln durch Neubau schaffen. Das war nur zu erreichen, wenn auch 2.000 Wohnungen am Rande des Tempelhofer Feldes hätten gebaut werden können. Dieses Ziel ist jetzt nicht mehr zu erreichen. Gleichzeitig sind die Schätzungen für die Bevölkerungsentwicklung nach oben korrigiert worden in den letzten 2 Wochen. Von 240.000 auf 400.000 erwarteter Nettozuwachs bis 2050. Und ich kann nur eines sagen. Meiner Meinung nach muss die Öffentlichkeit in Berlin insgesamt sich dringend diesem Thema wachsende Stadt stellen. Denn Berlin ist eine wachsende Stadt, dem kann man sich nicht entziehen. Und die Frage ist eben, gestalten wir das Wachstum, überlegen wir uns, wie wir damit umgehen und bereiten uns auf das Wachstum vor oder lassen wir das Wachstum einfach passieren? Also eins ist völlig klar, diese 400.000, wenn sie alle kommen und auch wenn es nur 300.000 sind, die werden schon alle irgendwo ein Dach über dem Kopf finden. Für mich ist die spannende Frage nur, wie eng wohnen wir dann zusammen und wie viel Geld müssen wir dafür ausgeben? Hm. Und wenn wir eine Chance haben wollen, dass auch Leute mit einem schmaleren Geldbeutel Wohnungen in der Innenstadt finden, dann geht das meiner Meinung nach nur über öffentlichen Wohnungsbau. Und da haben wir nun gerade einen großen Teil der Flächen, die dafür in Frage kommen, dauerhaft dafür gesperrt. Das ist ein ernstes Problem und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Kann es sein, dass da Berlin oder beziehungsweise der Wohnungsbau in Berlin auch jahrelang geschlafen hat bei dem Thema? Jahrelang geschlafen würde ich nicht sagen. Also ich nach meiner Rechnung 1,5 Jahre geschlafen. Man muss sich zurückversetzen. Da fehlt ein bisschen bei vielen, die Debatte jetzt führen, das historische Bewusstsein. Vor 10 Jahren, also es war der rot-rote Senat, der 2001 beschlossen hat, wir steigen aus dem sozialen Wohnungsbau aus. Der letzte Senat, der noch sozialen Wohnungsbau gemacht hat, war Große Koalition, geführt von Eberhard Diepgen. Und wieso wollte er aussteigen? Ja, wir sind damals ausgestiegen, weil Berlin damals keine wachsende Stadt war, sondern im Gegenteil. Wir hatten fast 200.000 Wohnungen Leerstand. Es bestand also, der Mietenmarkt lag am Boden. Es war überall leicht, billigen Wohnraum zu kriegen. Es bestand diese soziale Notwendigkeit, nicht, dass der Staat sich engagiert, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und gleichzeitig war Berlin ja von seinem Haushalt her komplett am Ende. Die Stadt war ja praktisch bankrott. Und die spannende Frage damals war, lösen wir dieses Haushaltsproblem, indem wir Leute aus dem öffentlichen Dienst entlassen? Da hätten wir mehrere 10.000 Mitarbeiter entlassen müssen. Und zwar betriebsbedingt. Hätten wir die auf die Straße setzen müssen. Oder überbrücken wir die Zeit, in der wir durch natürliche Fluktuationen Stellen im öffentlichen Dienst abbauen, indem wir einfach woanders einsparen oder eben auch Tafelsilber verkaufen. Und damals hat Rot-Rot, SPD und Linke oder damals noch PDS, haben sich darauf geeinigt zu sagen, nein, wir schließen einen Rahmentarifvertrag mit den Gewerkschaften, in dem wir uns verpflichten, wir entlassen keine Leute, aber es gibt auch 5 Jahre lang keine Gehaltserhöhung und wir verkaufen noch Tafelsilber und wir steigen aus dem öffentlichen Wohnungsbau aus. Das war der Weg, den wir bestritten haben, um den Haushalt zu konsolidieren. So, jetzt ist der Haushalt wieder halbwegs gut aufgestellt, aber jetzt haben wir das Problem der wachsenden Stadt und eines Wohnungsmarkts, der sich explosiv entwickelt und wo wir einfach wieder massiv in den Wohnungsbau einsteigen müssen. Unterschiedliche historische Situationen erfordern unterschiedliche politische Lösungen. Und in dieser Übergangsphase, von da, als die Situation umkippte, da würde ich Ihnen recht geben, ist vielleicht 1 bis 1,5 Jahre lang das nicht erkannt worden. Aber nicht jahrelang. Also es ist wirklich so die letzten, also 2009, 2010 hätte man es erkennen können. Und die ersten Warner haben es damals auch gesagt, aber früher nicht. Patrick, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, ich meine, das Tempelhofer Feld ist das eine. Uns haben auch einige Leute geschrieben, zum Beispiel, die darauf hinweisen, dass es ja durchaus nicht die einzige Fläche ist, die man bebauen könnte in Neukölln. Und da wurde unter anderem von Kimberly gefragt, was denn aus dem ehemaligen Kinderkrankenhaus am Mariendorfer Weg werden soll, das
seit Jahren vor sich hinrottet. Ich glaube, seit 2005 ist es geschlossen. Ob das nicht ein optimaler Ort für Wohnungsbau wäre? Ja, es gibt andere Flächen, überhaupt keine Frage. Und zu diesem Kinderkrankenhaus übrigens habe ich eine besondere emotionale Beziehung. Zwei meiner Kinder sind da geboren worden. Ist vollkommen richtig, da könnte einiges passieren. Es gibt aber einen großen Unterschied. Die Flächen des Tempelhofer Feldes gehören der Stadt. Und die Fläche des Mariendorfer Weges, also dieses Kinderkrankenhauses, gehören einem privaten Investor. Und das macht es so schwierig. Ne? Also der große Vorteil, den wir am Rand des Tempelhofer Feldes hatten, war, dass wir da auf landeseigenen Flächen mit landeseigenen Gesellschaften problemlos hätten bauen können. Und das haben wir, diese Möglichkeit haben wir uns jetzt einfach aus der Hand genommen und weggelegt. Und jetzt müssen wir andere Lösungen finden, die aber komplizierter und schwieriger sind. Wie kommt es eigentlich, also wenn man in Berlin wohnt und so durch die Stadt fährt, dann hat man manchmal den Eindruck, da gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo man eigentlich bauen könnte, also im Vergleich, wenn man sich andere Metropolen anschaut. Wie kommt das, dass in Berlin tatsächlich so viele Stellen, oder ist das eine Fehleinschätzung? Nee, das ist ja ein Teil immer noch der historischen Situation von Berlin aus der geteilten Stadt. Ne? Also da gab es immer noch Brachen, die entstanden sind durch Kriegsverluste, und es gab diese große Brache, die entstanden ist einfach durch den Verlauf der Mauer. Also da gibt es tatsächlich nach wie vor Stadtteile, die unbebaut sind, aber man muss eben immer gucken, wie sind die Besitzverhältnisse, wie sind die Eigentumsverhältnisse. Und öffentliche Flächen, auf denen wir wirklich problemlos bauen können, haben wir nicht mehr so viele. Das ist das große Problem. Platz ist nach wie vor vorhanden, aber für die Stadt ist es natürlich viel, viel schwieriger, bezahlbares Wohnen dort entstehen zu lassen, wo der Grund und Boden privaten Eigentümern gehört. Das heißt, diese Flächen gehören dann Investoren, die einfach noch zurückhaltend sind, noch nicht bauen wollen. Oder Erben oder wem auch immer. Ja, also das ist ja zum Beispiel dieser ganze Bereich im Mauerstreifen, der hatte ja, bevor der Mauerstreifen da angelegt wurde, Eigentümer. Und die kriegen in der Regel ja ihr Eigentum zurück. Und das gilt für viele andere Grundstücke auch. Ne? Also darum, da ist zwar eine Brache, aber dass da eine Brache ist, heißt ja nicht, dass der Grund und Boden dem Land Berlin gehört. Okay. An der Stelle möchte ich ganz kurz mal einen ganz harten Schnitt machen, weil jetzt haben wir so viel über Neukölln gesprochen. Wechseln wir kurz mal in die Bundespolitik. Da gibt es nämlich auch Fragen auf unserer Webseite, und zwar zum Thema Verteidigungspolitik. Sie sind ja Mitglied im Ausschuss. Da möchte Lobby aus Nürnberg wissen, also nicht aus Berlin. Verteidigungsministerin von der Leyen hat ihre Pläne zur familienfreundlicheren und vielleicht attraktiveren Bundeswehr vorgestellt. Mir scheint es, als ob sie eher Familienministerin der Bundeswehr wird. Wie sehen Sie das? Naja, also, dass wir uns was einfallen lassen müssen, wenn wir sagen, wir wollen eine Armee in dieser Größenordnung haben. Und eine Armee von 175.000 Mann ist ja für ein 80-Millionen-Volk keine große Armee. Dann müssen wir uns in der Tat was einfallen lassen, um diese 175.000 Mann zusammenzukriegen, weil wir ja die Wehrpflicht abgeschafft haben. Gäbe es die Wehrpflicht noch, wäre das Problem nicht da. Aber seit der Abschaffung der Wehrpflicht konkurriert die Bundeswehr als Arbeitgeber mit all den anderen Arbeitgebern in Deutschland. Und das unter einer demografischen Entwicklung, die ja dazu führt, dass jedes Jahr weniger junge Erwachsene auf den Arbeitsmarkt kommen. So, und um die für die Bundeswehr zu interessieren, muss man schon ein bisschen was anders machen als in der Vergangenheit. Insofern, glaube ich, stellt die Ministerin da die richtigen Fragen. Ich denke aber auch, das, was da gemacht wird, muss auch eine kulturelle Akzeptanz haben, sage ich jetzt mal, bei den Soldatinnen und Soldaten. Das ist das eine. Und Soldat ist eben auch kein Beruf wie jeder andere. Also es muss auch irgendwie dazu passen. Ich glaube, es funktioniert dann auch nicht, wenn nachher der Eindruck entsteht, die Bundeswehr ist so irgendwie ein Arbeitgeber wie jeder andere. Das ist sie nicht. Und da muss man auch ehrlich mit umgehen. Es muss schon eine bewusste Entscheidung sein, Soldat zu werden oder Soldatin. Und da muss man sich auch über die Konsequenzen, die möglichen Konsequenzen einer solchen Berufsentscheidung im Klaren sein. Und darüber muss man auch offen reden vorher. Was soll sich konkret ändern? Was schlägt von der Leyen vor? Zum Beispiel komfortablere Unterkünfte, generell Ausstattung, sozusagen heutzutage zur Grundversorgung gehört, mit digitaler Vernetzung. War in der Vergangenheit ja in Kasernen keine Selbstverständlichkeit und ist es bis heute nicht. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also zum Beispiel, dass man nicht mehr so oft versetzt werden muss, sondern dass man, wenn man eine Karriere bei der Bundeswehr plant, da muss man ja immer mal wieder auf unterschiedliche Dienstposten, und jede Beförderung ist sozusagen mit einem anderen Dienstposten verbunden. Und das hat in der Vergangenheit die Folge, dass man überall wild in der Bundesrepublik herumgereicht wurde und in Auslandsverwendungen. Man könnte es aber auch so schaffen, dass man irgendwie so, sag mal, Standortcluster bildet, wo es für jede denkbare Verwendung innerhalb eines Karriereweges dann auch Posten gibt.
sodass man sein Häuschen bauen kann und seine Familie da großziehen kann und trotzdem diesen Karriereweg gehen kann innerhalb desselben Großraumes, sage ich mal. Solche Sachen sind da angedacht. Dazu habe ich eine Frage. Und zwar, ich hatte neulich die Gelegenheit, mit Soldaten zu sprechen und die haben mir erzählt, dass ihr größtes Problem ist, dass sie überhaupt gar keine Sicherheit haben, ob sie überhaupt eine Karriere bei der Bundeswehr wirklich leisten können, ob sie übernommen werden. Und da frage ich mich, also ich habe wirklich nicht sehr viel Ahnung von Verteidigungspolitik, ob wirklich die besseren Unterkünfte das Entscheidende sind oder das Erste, was sie brauchen, wenn sie nicht mal die Sicherheit haben, ob sie überhaupt ihre Karriere da leisten können. Ja, also die Bundeswehr setzt sich ja traditionell aus Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Wehrpflichtigen zusammen. Also Wehrpflichtige gibt es jetzt nicht mehr, also nur noch Zeitsoldaten und Berufssoldaten. Zeitsoldat heißt, dass man eben sich für eine gewisse Zeit verpflichtet und dann irgendwann wieder in einen zivilen Beruf zurückkehrt. Und das ist jetzt die Frage, wenn jemand also Zeitsoldat geworden ist und dann im Laufe seiner Dienstzeit entdeckt, eigentlich ist das was für mich, das würde ich gerne bis zur Pensionierung machen, dann ist es der Normalfall, dass es nicht für jeden, der diese Überlegung anstellt, auch tatsächlich Verwendung gibt oder den Positionen für Berufssoldaten. Ich glaube auch nicht, dass man das generell so hinbekommt, dass jeder sich darauf verlassen kann. Ich war Zeitsoldat, ich habe mich jetzt anders entschieden, dass er dann auch Berufssoldat werden kann. Spannender ist eigentlich, ob derjenige die Sicherheit hat, dass wenn seine Zeit als Zeitsoldat ausläuft, er es dann leicht hat, wieder in einen zivilen Beruf zurückzukehren. Und dafür muss die Weiterbildung funktionieren, noch während der Dienstzeit und die Vermittlung hinterher. Also, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass man nicht das Gefühl hat, wenn meine Zeit als Zeitsoldat ausläuft, dass ich dann auf eine Existenzkrise zusteuere. Wenn man diese Bedenken zerstreuen kann, glaube ich, ist das Problem nicht mehr so groß. Sven aus Berlin fragt, der Abzug aus Afghanistan ist längst beschlossene Sache. Allerdings heißt es auch, dass noch deutsche Soldaten im Land bleiben werden. Wie sieht deren Auftrag aus und wie lange bleiben sie? Ja, das muss man nochmal abwarten. Also das ist noch nicht ganz raus, es könnte aber so kommen. Also im Moment hat die Bundeswehr zum letzten Mal ihr ISAF-Mandat, also das ursprüngliche Mandat, verlängert. Also der Bundestag hat das Mandat ein letztes Mal verlängert bis zum 31.12. Danach ist wirklich Schluss damit. Und dieses ISAF-Mandat ist als unreiner ein Kampfauftrag. Zuständig für die Sicherheit im Norden von Afghanistan. Diese Zuständigkeit hat sie inzwischen abgegeben an die afghanischen Streitkräfte. Aber wenn die afghanischen Streitkräfte in einer Kampfsituation alleine nicht klarkommen, dann hilft die Bundeswehr immer noch. Und dieser Kampfauftrag, der wird am 31.12. Geschichte sein. Das, was jetzt der Hauptauftrag der Bundeswehr in Afghanistan ist, ist Rückverlegung. Sie sind also hauptsächlich damit beschäftigt, Waffen, Gerät und Leute zurück nach Deutschland zu bringen. Und von den ursprünglich mal 5.000 sind jetzt noch knapp 2.000 da. Wenn es zu einem neuen Mandat kommt, ab 1. Januar, dann wird das ein komplett anderer Auftrag sein. Es werden sehr viel weniger Leute sein. Man geht inzwischen von 600 bis 800 Mann aus. Und die haben dann nur noch den Auftrag, Beratung und Ausbildung für die afghanischen Streitkräfte. Sie sollen sich aber an keinerlei Kampfhandlungen mehr beteiligen. Das heißt, ab 1. Januar ist tatsächlich, aber dann sind die Deutschen nicht alleine, sondern die Amerikaner. Wollte ich sagen, dafür gibt es Voraussetzungen. Mhm. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Afghanen und die Amerikaner einen entsprechenden Vertrag abschließen. Mhm. Obama hat ja gesagt, die Amerikaner wollen mit knapp 10.000 Mann noch 2 Jahre in Afghanistan bleiben. Das ist die eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung ist natürlich, dass die Afghanen uns auch da haben wollen, dass die uns einladen. Ja. Also wir werden nicht einfach von uns aus Kraft eigener Hechtsuppe entschließen, dass wir noch ein bisschen in Afghanistan bleiben, weil es da so schön ist, sondern die Afghanen müssen uns schon da haben wollen. Sonst machen wir das nicht. Wie ist denn da die Position der Afghanen? Fordern die, dass die Deutschen oder auch die Amerikaner noch länger bleiben? Oder? Mein Eindruck ist zumindest, was die Deutschen angeht, dass sie das sich wünschen. Bei den Amerikanern sehe ich das genauso. Ich war ja vor 3 Wochen mal für 2 Tage in Afghanistan. Und wir hatten dort auch ein Gespräch mit Vertretern der örtlichen Zivilgesellschaft in der Gegend, wo die Deutschen stationiert sind im Norden. Und die haben wirklich unisono, die kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also Politik, Wirtschaft, Sport, Universität. Die haben alle das Gleiche gesagt. Die haben alle gesagt, ihr müsst noch da bleiben. Wir schaffen das noch nicht alleine.
Also, und sie haben auch alle versichert, dieser Vertrag zwischen Afghanistan und den Amerikanern wird auf jeden Fall zustande kommen, wenn der neue Präsident gewählt ist. Sind wir jetzt gerade am Auszählen. Ja, also wenn dieser neue Präsident gewählt ist und im Amt ist, dann wird er diesen Vertrag unterzeichnen und dann sind eben auch die Voraussetzungen dafür da, dass diese neue Mission mit dem Auftrag Beratung und Ausbildung zustande kommen kann. Bleiben wir mal in der Region, aber wenn wir unseren Blick auf ein anderes Land, Jan aus Gera fragt, denken Sie, dass die Amerikaner noch mal in den Irak ziehen, jetzt wo es da wieder anfängt zu brodeln? Also er spielt an auf die ISIS, diese Terrorgruppe, die da jetzt für Unruhe sorgt. Ja, wie sieht da die deutsche Position aus? Beziehungsweise vielleicht erstmal, glauben Sie, dass die Amerikaner intervenieren werden? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Andererseits, ich vermute, die Amerikaner werden nicht tatenlos zusehen, dass das irakische Regime da komplett zusammenbricht. Aber dass sie sich dann nochmal engagieren werden mit einer Invasionsarmee, das glaube ich nicht. Auch in Amerika gibt es dafür keinen politischen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Die Erfahrungen, die mit dem Krieg im Irak gemacht worden sind, waren ja nun alles andere als positiv. Und die deutsche Position, gibt es da schon eine Meinung, die sich herausgebildet hat? Zumindest ist mir, also ich habe uns noch keine außenpolitische Position offiziell gehört in irgendwelchen Bundestagsdebatten. Ich glaube, dass die ganze Situation in der Region großen Anlass gibt, sich Gedanken zu machen. Es kommt für Deutschland auch noch ein Problem mit der inneren Sicherheit dazu, weil unter den ISIS-Kämpfern ja angeblich 300 Leute aus Deutschland sein sollen, ne, die sich da radikalisiert haben, Dschihadisten, die irgendwann möglicherweise nach Deutschland zurückkommen. Auch das wird uns noch beschäftigen. Aus meiner Sicht ist jedenfalls, und das sage ich jetzt einfach, ist meine persönliche Einschätzung, aus meiner Sicht ist wünschenswert, dass man das hinbekommt, dass der Irak als Staat erhalten bleibt, dass der jetzt nicht in seine Teile zerfällt. Dass die irakische Regierung in eine Autoritätsposition zurückfindet, die dann aber auch dazu führt, dass sie in der Lage ist, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammenzuführen. Und wenn das Ganze noch unterstützt werden kann, dadurch, dass sich über diese Zielrichtung die Amerikaner und die Iraner einig werden, dann kann man der ganzen verfahrenen Situation vielleicht sogar noch was Positives abgewinnen. Aber um dahin zu kommen, nicht, dass sich das jetzt so anhört, als wollte ich das Ganze irgendwie rosig darstellen, es ist ganz offensichtlich noch ein sehr weiter Weg. Und diese ISIS-Terroristen sind ja anscheinend erstaunlich gut aufgestellt und erstaunlich erfolgreich gewesen gegen eine Staatsmacht im Irak, die sich als Kartenhaus erwiesen hat. Also das wird in den Nachrichten bleiben, da können wir davon ausgehen. Naja, also was man sicherlich sagen kann, dass im letzten Irakkrieg die deutsche Bundesregierung sehr zurückhaltend und kritisch mit der Aber Intervention wir der wollten da nicht Amerikaner, mitmachen. genau, umgegangen Weil wir genau ist. das haben kommen Aber sehen. verhindert das jetzt, dass man da eine klare Position bezieht und sagt, man müsste da eigentlich, also man kann den Irak auch nicht alleine lassen oder die irakische Aber was Regierung? heißt das? Also, wir würden doch keine Bundeswehr dahin schicken, um im Irak zu intervenieren. Also das sehe ich überhaupt nicht kommen. Also das haben wir damals nicht gewollt, weil wir gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt der Weg ist, den Deutschland gehen wird. Dass man, wie auch immer, im Rahmen der internationalen Gemeinschaft Schritte unternimmt, die den Irak als Staat stabilisieren in seinem staatlichen Zusammenhalt, die auch für einen Interessenausgleich der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, also Sunniten, Schiiten und Kurden, unterstützen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Deutschland sich daran beteiligt. Aber dass wir sozusagen als Verbündete irgendeiner internationalen Kampftruppe im Irak den Kampf gegen diese ISIS-Terroristen aufnehmen, dazu reicht Dazu wird meine es nicht Fantasie nicht kommen. aus. Okay. Das glaube ich Gut. nicht. Bevor ich nochmal an Patrick übergebe, mal kurz einen Blick in den Chat, weil da gibt es auch wieder ein paar Fragen. Fangen wir mal an mit der ersten von Josef Jaskula. Ich habe am 14. April einen Widerspruch beim Sozialamt eingelegt. Wie lange muss ich auf eine Antwort warten? Das kommt drauf an, lieber Anjay. Wir kennen uns ja. Also, wenn es nicht vorangeht, komm mal in meine Sprechstunde und dann telefoniere ich mal hinterher oder schreibe mal einen Brief. Vielleicht kann man es dadurch beschleunigen. Ist die Bürokratie in Neukölln langsamer als in den anderen Stadtteilen? Ach, das kann man generell, das Auch ist nicht, wirklich von Fall zu Fall völlig verschieden. ne? Ich weiß ja nicht, worauf sich der Anspruch bezog und wie kompliziert der Vorgang ist. Also, ich sage jetzt mal, 14. April. Das sind jetzt 1, 2, 3 Monate. Das ist schon ganz schön lange, finde ich. Also, wie Okay. gesagt, wenn es da nicht vorangeht, ruhig mal in die Sprechstunde kommen,
Dann gehen wir der Sache mal nach. Okay, und dann noch Manchmal eine hilft das. Frage per E-Mail von Simon. Ist die Erhöhung der Mütterrente nicht ungerecht gegenüber den Jüngeren, die später selbst weit weniger Rente erhalten werden? Ich möchte er wissen. Tja, ich finde es immer schwierig, die eine Form von Unrecht gegen die andere abzuwägen. Tatsache ist, dass es eigentlich schon fair ist, dass man Mütter, die vor 1992 Mutter geworden sind, nicht schlechter stellt als Mütter, die nach 1992 Mutter geworden sind. Tatsache ist wohl auch, wenn ich das mathematisch richtig verstanden habe, dass diese Mütterrente eigentlich nicht die jüngere Generation von heute belastet, sondern eigentlich eher die Rentner von heute, weil die höheren Rentenausgaben dazu führen, rentenmathematisch, dass die Renten insgesamt langsamer steigen. Also das heißt, die Mütter machen einen etwas größeren Sprung und das Gleiche gilt ja auch für diejenigen, die nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Die machen also auch einen größeren Sprung. Und für alle anderen geht es langsamer voran, weil die Rentenbelastung insgesamt gestiegen ist dadurch. Das heißt, es ist eigentlich eher ein Gerechtigkeitsproblem innerhalb der heutigen Rentnergeneration als ein Problem, das sich auf die Rentnergeneration von morgen bezieht. Andererseits muss man ja auch sagen, es ist doch fair, dass jemand, der 45 Jahre lang eingezahlt hat und es geleistet hat und seinen Beitrag zur Solidargemeinschaft voll erfüllt hat, dass der dann auch eine Belohnung dafür bekommt und etwas früher abschlagsfrei in Rente gehen darf. Also ich finde, eigentlich ist es schon ein ausgewogenes Aber die Konzept. Mütterrente war jetzt kein Herzensangelegenheit der SPD, ne? Sondern Nein, das wir war. hatten, aber also das ist natürlich eine Sache, der man sich nur schwer verschließen kann. Ne? Wir sind in den Wahlkampf gegangen mit der Forderung, beitragsfreie Rente nach 45, abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Mütterrente haben wir nicht thematisiert. Andererseits kann man sich den Argumenten, die dafür sprechen, eben die älteren Mütter nicht schlechter zu stellen, ja nicht wirklich verschließen. Und insgesamt denke ich, schließen diese Rentenreformen, die wir jetzt vor 2 Wochen beschlossen haben, eine Gerechtigkeitslücke. Okay. Patrick, nochmal in deine Richtung gefragt. Gibt es noch Fragen, die deine Leserinnen und Leser wissen wollen? Ja, wir haben noch eine Frage und zwar von Lars, die ist relativ kurz und knapp. Und zwar, werden E-Zigaretten verboten oder nicht? Zigaretten verboten? E-Zigaretten. E-Zigaretten? Oh Gott, keine Ahnung, ich glaube nicht, aber weiß ich nicht. Nicht überfragt. Okay. Bei uns gibt es noch eine Frage zum Bereich Bildungspolitik von Herrn Goldberg. Lieber Fritz, Jugendliche, die keinen Schulabschluss schaffen und handwerkliche Fähigkeiten vorweisen und Interesse haben, einen Beruf zu lernen, sollte man die Möglichkeit einräumen, über einen zweiten Bildungsweg, das heißt eine Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Handwerkskammer und Nachschulung, mit der Möglichkeit, nach 5 Berufsjahren als Externe eine Gesellenprüfung abzulegen. Also eine sehr lange Frage. Sollte man denen noch Chancen geben auf dem zweiten Bildungsweg? Ja, ganz klar. Ich finde überhaupt generell, jeder soll immer wieder eine Chance kriegen. Also dieses Aussortieren nach dem Motto, du hast es halt nicht hingekriegt und der Beste lebt von Hartz IV, bis du in die Grundsicherung gehst, das lehne ich ohnehin ab. Also es kann auch jemand mit 50 noch die Kurve kriegen und was Neues lernen und was aus sich machen. Also da bin ich sehr dafür offen, dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt für jede beliebige Person Türen offen hält, durch die sie gehen können, um wieder sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und sich da weiterzuentwickeln. Also ich verstehe die Frage auch so ein bisschen so, dass er sich mehr Flexibilität in dem Bereich wünscht. Ist es Ja. so, dass Sie, dass tatsächlich auf Bundesebene Programme ausgetüftelt werden, die sowas ermöglichen? Also das hört sich jetzt so spezifisch, wie die Frage hier formuliert hat, hört sich das eigentlich eher für was auf Landesebene an, eine Sache, die man zwischen Handwerkskammer und Senat regeln kann, zumindest was Programme dafür angeht. Ob dafür Bundesrecht geändert werden muss, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man sozusagen diese Anerkennung von 5 Praxisjahren als Ausbildung, dass man dafür auch eine bundesrechtliche Regelung ändern muss. Aber das wird im Bildungsausschuss des Bundestages diskutiert und da bin ich einfach in den gesetzlichen Voraussetzungen nicht firm genug, um das jetzt beantworten zu können. Dass man solche Möglichkeiten jedenfalls schafft, da bin ich sehr dafür. Also wenn es sie noch nicht geben sollte, dann bin ich dafür, dass man solche Möglichkeiten schafft. Okay, gut. Mit Blick auf die Uhr schaue ich jetzt gerade mal, ob wir alle Fragen durch haben. Ah, es gibt hier noch eine im Chat. Und zwar per Twitter fragt Julius Betschka, ist der Fritz Felgentreu eigentlich auch bald bei Twitter?
Ich prüfe das gerade. Sie sind es noch gar nicht. Ich bin es noch nicht. Ich bin, ich war ja, ich bin ja nun auch schon, ich bin ein echter 68er. Also ich gehöre ja nicht mehr zu der ganz jungen Generation und hatte gewisse Manschetten und Vorurteile gegen Facebook. Habe mich dann aber überzeugen lassen, dass es also so geradezu unprofessionell wäre, wenn man Politiker ist und die Nähe zur Öffentlichkeit ja nicht nur sucht, sondern auch einfach braucht, nicht bei Facebook zu sein, und muss feststellen, das macht mir Spaß. Ich mache es gerne und daddel da eigentlich ständig in freien Minuten mit rum. Twitter habe ich noch nie ausprobiert. Alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mir gesagt, wenn du es machst, dann mach es richtig, dann musst du auch ein bisschen Zeit da reinstecken und wirklich jeden Tag dranbleiben. Ich tendiere dazu, es mal auszuprobieren, aber ich habe den entscheidenden Schritt noch nicht getan. Okay, aber jetzt, wenn Sie wissen, dass Sie schon einen Fanclub dort haben, sollen Sie sich das mal überlegen. Nochmal kurz zur Patrick-Gefahr. Gibt es bei dir noch eine offene Frage oder ist eigentlich alles? Vielleicht noch in den letzten Tagen oder jetzt, wo die WM anfing, haben wir viel darüber gelesen, dass das die Politik jetzt nutzen wird, um die fiesen Sachen durchzudrücken, so unbemerkt von der Öffentlichkeit. Worauf müssen wir uns gefasst machen? Das verrate ich nicht. Also, der Witz ist ja gerade, ich habe auch solche Artikel gelesen, wo dann ja nicht nur die Öffentlichkeit gesagt hat, da haben die irgendwelche fiesen Sachen durchgedrückt, sondern auch Mitglieder des Bundestages, die selber gar nicht gemerkt hatten, wofür sie da gestimmt hatten, weil sie in Gedanken schon beim nächsten Spiel waren. Also mir ist nichts bekannt, aber ich verspreche, dass ich auf dem Kiviv sein werde und aufpassen werde, dass die großen Reformen zumindest dann diskutiert werden, wenn man auch Zeit hat, sich ordentlich damit auseinanderzusetzen. Okay, die Frage ist ja, schauen Sie Fußball? Ja, klar. Ja, das heißt, dann sitzen Sie eher im Plenum oder vor der Fernsehleinwand? Wie gesagt, also das noch war ich ja nicht in der Situation. Seit die WM angefangen hatte, hatten wir keine Sitzungswochen. Ich bin immer sehr gespannt, wie sich das im Bundestag darstellt. Also ob die Leute dann wirklich eher vor irgendwelchen Laptops sitzen und den Spielen folgen. Statt dann darf man das eigentlich im Plenum? Im Plenum nicht, da muss man dann schon rausgehen. Wird auch nicht übertragen. Wird da auch nicht übertragen. Das wäre nicht meine Idee. Gut, wir sind am Ende. Lieber Patrick, vielen Dank, dass du mitgemacht hast mit deinem Blog. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne mal wieder, wenn wir jemanden aus Berlin oder aus Neukölln hier haben. Und natürlich ganz besonderen Dank, dass Sie hier vorbeigekommen sind. Es gab eine kleine Verspätung, aber ich hoffe, wir haben das ganz gut gemeistert. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war keiner enttäuscht, dass wir erst so spät angefangen haben. Das tut mir auch leid, aber die Verkehrsverhältnisse in Berlin haben es nicht anders. Ihr Tipp für Samstag, Deutschland gegen Ghana? Oh, das war schon gewinnen, denke ich. Sollte klappen. Schönes Aufeinandertreffen von Jerome und Kevin Prince Boateng. Da bin ich mal sehr gespannt. Das sollte doch wenn wir die Portugiesen 4-0 schlagen können, sollten wir doch in der Lage sein, auch über Ghana zu triumphieren. Okay. Vielleicht nicht ganz so hoch. Ja. Warten wir es ab. Ansonsten auch noch herzlichen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die mitgemacht haben und zugeschaut haben. Wenn Sie das interessant und spannend fanden, dann schauen Sie das nächste Mal auch wieder in die digitale Bürgersprechstunde rein. Infos kriegen Sie unter www.digitale-bürgersprechstunde.de. Da können Sie auch Fragen stellen. Ansonsten, vielleicht ist Herr Felgentreu im Laufe der Legislaturperiode nochmal hier. Sehr gerne. Wenn Sie mich einladen, komme ich selbstverständlich gerne. Und ansonsten kann man mir auch Fragen stellen über meine Webseite. Oder in die klassische Facebook, Bürgersprechstunde. Oder einfach mal sozusagen in die analoge Bürgersprechstunde kommen, wo man sich dann gegenübersetzt und die Dinge da bekakelt. Okay. Da ist übrigens nochmal, das meine ich nochmal ganz ernst, Bürgersprechstunde heißt nicht nur, ich habe irgendein Anliegen, wo der Abgeordnete mir helfen soll. Wenn man einfach mal Lust hat, über irgendein Thema mit mir zu reden, kann man sich auch dafür anmelden. Das haben auch schon Leute gemacht. Finde ich völlig okay. Okay, super. Prima Schlusswort. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.